Herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Exchange mit mir, dem Guru Bai, die wahrscheinlich letzte Folge bei mir, denn wir haben Blau besiegt, so wie das aussieht. Was? Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich mich abfinden. Ja, das hast du dir verdient. Das ist der Erdorden. Mit diesem Orden kannst du nun auch die Attacke Kraxler einsetzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, hier auch noch etwas für dich. TM 92. Daran ist Bizarro-Raum enthalten. Mit dieser Attacke kann man über kurze Dauer das Pokémon mit dem niedrigeren Initiative zuerst angreifen. Eine bizarre Attacke, was? Der Name sagt alles. Auf Wiedersehen, Blau. Oder wie er in meiner Sprache heißt, Gary fucking Oak. Scheinbar haben wir gegen Gary gewonnen. Hallo, ich bin's, Professor Eich. Nein, du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß am besten, wie viel du geleistet hast. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen. Aber leider habe ich völlig vergessen, es dir zu geben. Aber keine Sorge, du wirst es immer noch gut gebrauchen können. Komm es dir doch bitte abholen. Du findest mich in meinem Labor in Alabastia. Alles klar, Professor. Professor Eichel. Gehen wir mal kurz aufladen hier. Er hat ein Geschenk für uns. Da sind wir mal gespannt, was für ein Geschenk der Professor Eich hat. Bing, 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 bing. Können wir fliegen? Klar können wir fliegen. Ab nach Alabastia. Warte mal, Alabastia ist da. Zip. Dragoran, flieg los. Warum fliegen wir eigentlich vor das Haus von Rot? So, der Professor hat bestimmt jetzt eine coole Sache für uns. Oh, da bist du ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, ne? VM08. Kraxler wird es wahrscheinlich sein. Darin ist Kratzler enthalten. Wenn du diese Attacke einem Pokémon beibringst, kannst du damit in all jene Felswände klimmen, die in den Trittmulden eingekerbt wurden. Damit wirst du bestimmt die eine oder andere unerwartete Entdeckung machen. Nanu, diese Orden. Ist das denn die Möglichkeit? Soll das heißen, du hast dir alle Orden der Arenaleiter von Kanto erkämpft? Als ob es nicht schon genug wäre, dass du der Champ von Johto bist. Ja, ich lag mit meinem ersten Eindruck von dir wirklich goldrichtig. In Ordnung, Claudia. Ich werde dafür sorgen, dass man dir Zutritt zum Silberberg gewährt. Der Silberberg ist ein großes Massiv, wo es allerhand wilde Pokémon gibt. Gewöhnliche Trainer dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Aber bei dir sehe ich kein Problem, Claudia. Schau mal bei dem Eingangsportal der Pokémon-Liga vorbei. Von dort aus solltest du jetzt zum Silberberg gelangen. So, wir haben Kraxler. Das wollen wir gleich mal austesten. Kraxler war V08, ne? Ja. Und alle, wir machen mit George. Rückentzug vergessen. 1, 2 und schwupp. Rückentzug und Kraxler. Und dann will ich ja mal sehen, was oben bei der Zinnoberinsel ist. Und dann gucken wir uns nochmal schnell den Silberberg an. Weil da ist ja Rot beim Silberberg. Dragoran, Flieg und Sieg. Kraxel mal los. Bam, 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 bam.
Möchtest du Kraxel einsetzen? Das finde ich ein bisschen doof, dass man das überall immer ansprechen muss. Dann hat die Zinnoberinsel sich ja auch ganz schön verändert, ne? Aber was ist denn hier damals passiert? Magmasira. Die Zinnoberinsel. Oder ist die Zinnoberinsel weiter oben? Und das hier ist nur das Poké-Center-Ausläufer. Alles ist möglich. Nö, das war's. Die Stadt, die einmal war. Was ist denn hier passiert? Da hängt eine Nachricht. Die Arena der Zinnoberinsel ist auf die Seeschauminsel umgezogen. Pyro. Ach so. Ah, okay. Was ist denn hier passiert? Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem der Vulkan hier ausgebrochen ist. Zum Glück scheinen damals alle noch rechtzeitig entkommen zu sein. Der arme Pyro hat seine Arena auf der Zinnoberinsel verloren. Und jetzt war er auf der Seeschauminsel? Der arme Pyro. Sünde. Eine uralte Stadt, die einst einen Vulkanausbruch ausgelöscht hat. Also hier ist der Silberberg, ne? Dann wollen wir mal zum Silberberg. Also wenigstens mal gucken. Auf geht's. Dragoran. Alles klar. Route 28. Westlich zum Silberberg. Das ist ja nicht so smart. Aber hier gibt es starke Pokémon, habe ich gehört. Ein Tangela zum Beispiel. Los geht's schon. Wir könnten ja nochmal die Liga machen, aber wir haben uns dazu entschieden, es nicht zu tun. Dafür wollen wir dann ein neues Projekt ins Leben rufen quasi. Aber hier irgendwo wird rot sein. Den kriegen wir zwar auch nicht besiegt, der ist glaube ich auch zu stark. Warum lade ich hier meine Pokémon auf? Die haben da gar nichts verloren, oder? Das war ja nicht so smart von mir. Tangela. Die sind ganz schön stark hier. Oh, gut. Silberberg. Silberberghöhle. Kraxel einsetzen. Machen wir das mal. Fluchtseil, okay. Finde ich ja interessant, sowas hier, ne? Besonders wenn man dann später Rot treffen kann, ist das super. Rot ist ja der aus der ersten Edition. Oh nice, ein Enteron. Da gehen wir natürlich nicht dran vorbei. So ein Enteron kann man natürlich nicht ohne Donnerschlag gehen lassen. Das haben Enterons einfach nicht verdient. Die haben es einfach verdient, fertig gemacht zu werden, solche Enterons. Auch wenn die Zen-Kopfstoß machen, zum Beispiel. Eine sehr starke Attacke.
die sie dann paralysiert, weil die Statik von uns, ja. Armes Enteron. Kriegen wir ein Level durch? Na, fast. Tarnsteine. Eine relativ starke Attacke, wie ich finde. Tarnsteine. Wir müssen da in die Höhle rein, ne? Onyx. Moin, sagt Sean. Ich finde Sean süß, weil er immer Moin sagt. Ach komm. Goldbart. Du bist entkommen. Top-Genesung, alles klar. Bin ich blöd? Ach man. Und diese wilden Pokémon. Die sind doch alle scheiße. Ich will doch nur wissen, wo wir lang müssen. Vielleicht hat er da noch einen Schutz. Griffklaue. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémons, okay. Das ist ein Top-Schutz. Gönnen wir den uns doch mal. Von da sind wir. Ne, von da sind wir nicht gekommen, ne? Oder doch? Doch. Warte mal, wir haben noch Kaskade dabei mit Lapras. Müssten wir da ja hochsurfen können. Komm, Laplace. Surf da hoch. Expertengurt. Das war ja nicht so erfolgreich. Ich dachte, hier gibt es irgendwas Besseres, irgendwas Geileres. Hier hochkraxeln vielleicht. Der Silberberg, Leute. So. Ich weiß ja nicht, wo rot ist. Aber irgendwo wird er schon sein, mit seinem Pokémon. Da ist Lavados. Mensch, Leute, da ist Lavados. Das versuchen wir gleich mal zu fangen. Lavados ist ja auch cool, ne? Donnerschlag. Ist ja ein Flugfeuer-Pokémon, glaube ich. Das war krass. Antikraft ist auch krass. Haben wir Donnerwelle noch? Nee. Können wir es irgendwie einschläfern oder so? Nee, ne? Was hat Foxy so? An Attacken? Hitzekoller. Nichts, was einschläfern kann oder so. Ich weiß nicht, sollen wir es mit Ampel leuchten? Nö. Wir machen einfach mal einen Hyperball.
Dass ich jetzt gegen Lava das kämpfen muss, wusste ich ja nicht. Der kommt ja direkt raus. Mach einen Flammenwurf. Alter Finne. Aber warte mal, er ist Feuer und Flut, ne? Ich probiere jetzt noch eine Ampelleuchte. Das war gut. Luftschnitt. Luftschnitt ist okay. Da können wir noch eine Ampelleuchte machen. Wenn es kein Volltreffer ist, ist er ja richtig stark im roten Bereich. Alles klar. Jetzt macht Lava das so wieder Luftschnitt, das ist ja kein Problem. Wir schauen zwar weg vom Fenster, aber wir kriegen Lava das gefangen. Alles klar, komm schon, mach oben ein. Was haben wir denn noch so für Pokebälle, Köderbälle? Turboball. Bricht auch direkt aus. Ist natürlich doof. Bodyguard. Dann vielleicht doch nochmal ein Hyperball. Ein bisschen doof, dass wir so wenig Hyperbälle haben. Lavados, komm schon. Du willst es doch auch, Lavados. Alles steigt. Wir müssen die Superbälle probieren. Es hat einmal sich bewegt. Fast hätte es geklappt. Luftschnitt haut ganz schön rein. Haut krass rein. Okay, ein Superball vielleicht nochmal. Da bricht es direkt aus. Jetzt macht das nochmal irgendwie. Bodyguard ist fehlgeschlagen. Normaler Pokéball vielleicht. Hat sich einmal bewegt. Ach Mensch. Na, das war die Geschichte mit Mach mal. Setzen wir mal Foxy ein. So ein Premierball, ne? Ist ja auch mal was Nettes. Kann man doch auch mal so ein Lavados drin fangen. Oder auch nicht. Mann, Lavados, was ist denn los? Du hast doch jetzt eine hohe Initiative, wa? Aber nicht hoch genug. Bodyguard. Lavados, ich möchte dich doch nur fangen. Komm, die letzten zwei Pokébälle. Es geht einfach nicht. Ein Hyperball haben wir dann noch. Ist auch eine scheiß Situation, Grenze auszulassen. Keine Chance. Er setzt Antikraft ein. Nun, ich versuche Grants hier rauszulassen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen von diesem Projekt. Das ist wahrscheinlich jetzt zu Ende, weil ich werde es nicht nochmal bekommen, den Speicherstand. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Morgen geht es nochmal ein letztes Mal wahrscheinlich bei Grants weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin, bis Folge 160 bei mir. Wir sehen uns im nächsten Pokémon-Projekt. Bis dahin, haut rein. Ciao.